Sie haben es mitbekommen. Das Volk hat genug. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Es ist soweit, auch wir hier in Sat.1 gehen auf die beheizten Barrikaden. Meine Damen und Herren, Studentenproteste überall in Deutschland. Und wir sind hier im Revolutionscenter Sat.1 auf der Seite der deutschen Studenten. Oh, gleich kommt Werbung. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, eventuell bin ich auch auf der Seite für die Anschaffung des Eurofighters. Das hängt ein bisschen davon ab, was uns persönlich für die Show mehr nutzt. Wir werden Sie im Laufe der Show darüber gewohnt, demokratisch unterhalten. Es ist kalt geworden in Deutschland, oder? Ich meine, es ist nicht menschlich oder so, sondern einfach so frostig. Das ist diese russische Kälte, die jetzt kommt. Und ich würde sagen, heute Abend gehen Sie mal raus auf die Terrasse, schauen Sie, ob die Marmorplatten die Fußbodenheizung eingeschaltet haben. Das haut Ihnen alles kaputt mit dieser Kälte, oder? Die Kinder auf der Demo, die Terrassenheizung kaputt. Irgendwo ist man doch nur begrenzt leidensfähig. Ich finde, ich habe heute gerade gesehen, in den Nachrichten von RTL, meine Damen und Herren, Peter Klöppel hat die Bilder gezeigt. Peter Maffay und Tic-Tac und ein Resto oder nur Tic-Tac bei Roman Herzog. Und diese Bilder sollten Sie sich besorgen und in Zeitlupe anschauen. Sensationell. Es gibt noch eine Stufe unterhalb von sich gar nichts zu sagen haben. Fantastisch. Und der Rock ist schon rum, so rockig. Ja? Und der Bundespräsident präsidial. Hm? Und dann ging man wieder, oder? Und da sage ich, recht so. Meine Damen und Herren, ich habe einen tollen Vorschlag, wie wir Menschen von der Straße kriegen können. Warum sagen wir nicht jetzt, wo die Weihnachtsmärkte wieder kommen, einfach zwei 610-Mark-Jobs rein in eine Wolldecke und als Lama für den Zirkus sammeln? Zu hart? Zwei Studenten. Und ich spende immer. Und ich spende immer. Nicht nur, weil ich ein Linker bin, sondern weil ich dieses Plakat so mag, auf dem draufsteht: Wer Tiere liebt, der gerne gibt. Schöner Satz. Oder? Wer Tiere liebt, der gerne gibt. Das ist das offizielle Demo-Transparent der Kölner Studenten. Wow! Wenn ich da in Bonn an den verantwortlichen Stellen sitzen würde, der ging mir aber die Muffe. Hä? Haben Sie schon in den Weihnachtsmärkten geschaut? Sind denn wieder unsere Indio-Freunde da? Sie wissen. Neulich als Staatsbürger bin fast durchgedreht. Ja? Ich sehe 5 Indios anreisen, die ja mittlerweile ein Equipment haben, als ob sie als Vorgruppe der Stones auftreten. Ja? Deutschland. Wir haben uns gedacht, weil Sie so treu sind, weil Sie jeden Abend bei uns zu Gast sind, weil Sie uns unterstützen, indem Sie uns jeden Tag anschauen, eine tolle Aktion für Sie. Machen Sie mit, bewerben Sie sich. Neu im Angebot von Sat.1 werden Sie Teilnehmer bei der Harald Schmidt Show Trophy. Hier sind die Teilnahmebedingungen. Hey du, du bist jung und du hast Lust auf Action? Du bist bei der Marlboro Trophy letzter geworden? Bei der Camel Trophy hat man dich gar nicht erst genommen? Die Rothändler Trophy war dir zu hart und die Kim Trophy auch? Dann komm zu uns. Bewirb dich jetzt für die Harald Schmidt Show Trophy 98. Hier erlebst du nicht nur Adventure, sondern auch jede Menge Abenteuer. Du spürst wieder, wie das wahre Leben ist, ohne deshalb gleich bei deinen Eltern ausziehen zu müssen. Wir zeigen dir, wie atemberaubend unberührte Natur sein kann. Ob im Grand Canyon, in Hannover oder Schwerin. Auf heißen Höfen geht's quer durch das ganze Land und anschließend geht es dann mit Motorrädern weiter.
In Köln angekommen, musst du es dann erstmal schaffen, rund ums Kapitol einen freien Parkplatz zu finden. Dreh da einen eigenen Film mit seltenen Tieren in freier Wildbahn und herrlichen Landschaftsaufnahmen. Du kannst Helmut Zerlett aus nächster Nähe betrachten und sehen, wie klein er wirklich ist. Und du kannst sofort Kontakt knüpfen zu toleranten Paaren, die zu allem bereit sind. Die Harald Schmidt Show Trophy 98. Jetzt bewerben. Tolles Angebot. Oder großartige Gäste heute Abend. Eine hinreißende, attraktive Schauspielerin. Ann-Kathrin Kramer und Weltstar Maximilian Schell. Wie heißen noch mal diese kleinen gelb-weißen Dinger, die bei mir auf dem Frühstückstisch rumfahren? Wattestäbchen. Wattestäbchen. Tolles Jubiläum, meine Damen und Herren. Die Wattestäbchen werden 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Ein tolles Jubiläum. Wer kennt nicht, liebe Studenten, noch diesen Zettel aus der WG? Oder Q-Tipps bitte nur einmal benutzen und nicht wieder in die Packung zurückstecken. Viele machen es mit dem kleinen Finger, täuschen dabei Nachdenken an. Ja? Ich muss sagen, mit bisschen Übung geht's. Und Üzgür macht das mittlerweile bei mir ganz gut. Häufig sieht man ja auch Leute an den Ampeln sowas machen. Ja? So nebenbei, haben Sie gesehen? Im Wagen nebenan. Und die machen das so, als sag mal, hat er da einen G-Punkt? Das Revolutionspamphlet der Kölner Studenten, ich werde es nachher hier, vielleicht auch gegen den Willen meines Senders, vortragen. Das muss sein. Zivilcourage. Ein bisschen mehr Zivilcourage. Übrigens, unsere Hals-Nasen-Ohrenärzte, unsere HNO-Ärzte sagen, nicht mit diesen Stäbchen oder mit den Fingern rangehen, das Schmalz wird nur zu einem Pfropfen gestopft. Ich persönlich, wenn Sie das interessiert, lasse ich mich ja etwa alle halben Jahre das Schmalz medizinisch korrekt entfernen. Und lange Zeit habe ich mich wirklich geschämt, weil ich dachte, das sei so ein Zeichen von mangelnder Pflege, was es bei mir auch wäre. Ja? Aber nein, es ist die Natur. Und wenn Sie es mal machen lassen, tolle Sache, Sie müssen so eine Schale ranhalten. Ja? Dann kommt die Assistentin. Und als Privatpatient haben Sie schönes lauwarmes Wasser, bei Kassenpatienten Eiswürfel. Und dann kommt das hier rein. Und dann löst der Facharzt das Schmalz und das fällt in Klumpen, blopp, blopp, in die Schale. Sieht eklig aus, aber Sie hören dann so. So, so ganz hohe Töne, die Sie vorher nie gehört haben. Das macht einen leicht wahnsinnig, aber ich zum Beispiel habe überhaupt erst mal gemerkt, wie laut ich normalerweise spreche. Ja, durch diese Sachen. Das ist dann auch schnell wieder weg, aber man sollte das alle halbe Jahre machen. Übrigens, Descartes, einer der ganz Großen, Sie alle kennen ihn, Descartes hat ja zum Beispiel gesagt, das Ohrenschmalz ist etwas, was der Körper produziert und niemand weiß warum, vollkommen sinnlos. Stell dir mal sowas vor. Eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist. Wird das die nächste Wahl entscheiden? Warum haben wir Ohrenschmalz? Und in Japan hat man sich mittlerweile ein bisschen erholt vom Zusammenbruch der viertgrößten Bank. Wissen Sie, was man in Japan hat? Auch Wattestäbchen. Wenn es beim Essen ganz leise zugehen soll. Ich hoffe, der Präsident der Yamaishi Bank hat Sie wieder beruhigt. Ein kleines Quiz, meine Damen und Herren, für die Allgemeinbildung. Wie nennt man 50 Wattestäbchen auf einem Haufen? Ja, Tuntenmikado. Ah. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich abends nach der Show gehe, ich gerne mal in die Disco. Und ja, dann stecke ich mir einfach ein Wattestäbchen in die Hose, um eine Erektion anzutäuschen. Wie geht's eigentlich unseren Studenten? Mir lässt das keine Ruhe mit diesem Riesentransparent. Als ich heute Morgen gehört habe, als mein Fahrer Uetzke zu mir sagte, Schäfe, Schäfe.
Studenten streiken. Habe ich gesagt, was soll das denn heißen? Fahren keine Taxis? Ja. Es gibt einen großen Vorteil. Viele Studenten, die heute demonstrieren, können da ihre volle Erfahrung reinbringen aus der 68er-Zeit. Ein Mann wie Rudi Dutschke. Nicht? Das wollen wir nachher mal sehen, wenn wir rausschalten, ob es noch einen neuen Rudi Dutschke gibt hier in den 90er Jahren. Draußen vor dem Kapitol. Oder ob man da fröstelt. Nachher der Barrikadentest live in Sat 1. Hätten Sie das gedacht? Die Seminarräume sind so eng, so überfüllt an unseren Hochschulen, dass viele Erstsemesterfrauen automatisch unter dem Professor landen. So. Das muss alles anders werden. Da muss das Privatfernsehen sich solidarisieren. Und ich habe mir gedacht, es wird Zeit, dass ich die platte Ebene der reinen Unterhaltung verlasse. Ich muss mich ein bisschen mehr um gesellschaftliche Missstände kümmern. Und mein toller arbeitgebender Sender hat mir gestattet, eine gesellschaftskritische Kolumne ab heute zu zeigen. Hier ist die erste Ausgabe. Deutschlands Studenten gehen wieder auf die Straße. Und ich weiß, dass das in vielen von uns Älteren Ängste weckt. Und dass viele ganz still bei sich denken, jetzt geht diese verfickte Scheiße schon wieder los. Auch ich hatte zunächst Angst. Aber dann habe ich kurz innegehalten und mich zurückerinnert. Harald, habe ich mich gefragt. Harald, warst du nicht auch mal jung? Und dann habe ich mich an jene Zeit erinnert, an jene Zeit damals, als ich noch Jura, Philosophie, Atomphysik, Religion, Germanistik und Metzgereiwissen studiert habe. Und ich weiß noch, dass ich da Dinge gelernt habe, die mich für mein ganzes späteres Leben geprägt haben. Du, Harald, musst richtig inhalieren, das ist toll. Und darum habe ich auch heute noch ein Herz für unsere Studis. Und bitte nun auch Sie, unterstützen Sie den Streik unserer Studenten. Herzlichst, Ihr Harald Schmidt. Mit dem Gedächtnis ist bei mir auch so blöd. Wie heißen denn diese länglichen, runden Dinger, wo der Faden raushängt? Dynamitstangen. Dynamitstangen. Ein tolles Jubiläum. Die Dynamitstange wird 130 Jahre alt. Und da sagen wir doch Happy Birthday. Hoch soll sie leben. Hoch soll sie leben. Dreimal. Hoch! 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 Nobel. Alfred Nobel, daher auch der Satz, Nobel geht die Welt zugrunde. Denken Sie dran an Silvester. Ja, dass wir nicht wieder neun Jahre die Gäste hier so haben. Rechtzeitig. Rechtzeitig, ja. Dynamit abgeleitet, das sage ich vielleicht mal für die Glücksrad-Fans von Dynamis. Griechisch, laut Aristoteles die Fähigkeit, sich selbst oder einen Gegenstand zu verändern. Daher kommt das Dynamit. Der große Vorteil von Dynamit ist für mich persönlich, man braucht zum Angeln keinen Köder. Daher heißt ja Dynamit im Volksmund auch Fisherman's Friend. Drei auf das Herz. Drei offizielle Dynamitwitze. Witz Nummer eins. Was ist der Unterschied zwischen einem Sarg und Dynamit? Bei Dynamit ist der Totenkopf außen. Okay, das war zur Einstimmung. Moment. Witz Nummer zwei. Die berühmten letzten Worte des Dynamiterfinders. Klar kannst du hier rauchen. Witz Nummer drei. Okay. Witz Nummer drei. Alltag in meinem Leben. Hallo.
sag ich zur Frau. Ich habe einen Körper wie Dynamit, sagt die Frau. Ja, schade, dass die Zündschnur so kurz ist. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Nach all diesem Schabernack, höchste geistige Anspannung für die Weisheiten aus dem fernen Osten. Vielen Dank, Herr Wang, Herr Lee und Herr Wang. Und ich danke euch und Sie haben ein tolles Gästebuch, meine Damen und Herren. So viele internationale Stars. So viele internationale Stars waren mittlerweile zu Gast bei Herrn Lee und Herrn Wang. Schauen Sie, Hartmut Engler, Superstar der Gruppe Pur, war bei Ihnen zum Essen. Hat sich verewigt, ja. Ich will ja nichts sagen, aber da war eine Strähne in meiner Suppe, hat er reingeschrieben. Dann haben wir hier, ja, Paddy Lindner. Und was schreibt Paddy Lindner rein? Ich freue mich. Roger Willemsen, einer der Großen des deutschen Geisteswesens. War eine interessante Unterhaltung. Schauen Sie, es war ein Job. Dann auch ein Star von Sat 1 zu Gast bei Herrn Wang und Herrn Lee, Kommissar Rex. Noch was? Ja. Helmut, das wusste ich ja gar nicht, dass du dich auch eingetragen hast. Was? Oh, glaub ich, Helmut Zerlett zu Gast und schreibt rein. Ich find's klasse, dass ihr für mich jetzt einen Kinderstuhl habt. Und hier, es ist großartig, das ist großartig. Luciano Pavarotti, die goldene Kehle aus Italien. Und was hat er reingeschrieben? Ich liebe euer Reise. Nummer 21 war molto bene, aber auch die Nummer 48, 71, 73. Großartig, oder? Das Festival. Das hier ist das Pamphlet der Kölner Studenten, meine Damen und Herren. In ganz Deutschland waren heute die Studenten auf der Straße. Platzangst. Sie wissen, es geht um das neue Hochschulrahmengesetz. Und wir haben Demonstranten, die von der Kölner Uni hierher gezogen sind vor das Kapitol. Wir schalten jetzt einmal raus vor das Kapitol. Jawohl, hallo. Streit mit Herr Schmidt. Das ist ja intellektuell schon ziemlich anspruchsvoll. Jetzt muss ich mal fragen, wir Älteren haben ja immer noch gern so ein Statement. Habt ihr sowas wie einen Sprecher oder eine Sprecherin? Könnt ihr mal knapp zusammengefasst sagen, worum geht's euch denn? Uns geht's um eine Bildungsreform, die uns eine Chance auf Zukunft sichert. Ja, was heißt denn das jetzt konkret? Wir wollen keine leistungsorientierte Mittelzuweisung. Wir wollen keine Studiengebühren und keine Zwangsexmatrikulation. Wir sind gegen Fließbandstudierende. Wir brauchen Persönlichkeiten, die Konzepte entwickeln können und nicht irgendwie Wissensspeicher werden. Entschuldigung mal bitte. Ja.
Das glaube ich, eine sinnvolle Forderung. Zwangsexmatrikulation. Ich selber war leider nie an einer Uni. In welchem Fall wird man denn zwangsexmatrikuliert? Das ist im Moment, es ist noch nicht der Fall, aber in Baden-Württemberg muss man ab dem 14. Semester 1000 Mark bezahlen. Ab dem wievielten? Ab dem 14. Ab dem 14. Semester in Baden-Württemberg? Ja. Das finde ich ja okay. Eine Sauerei. Meine Heimat. Aber. Naja, ist schon hart, 14 Semester. Gut, habt ihr noch ein letztes Statement, was ihr abgeben wollt? Ihr versteht, wir können da keine Partei ergreifen. Das ist politisch natürlich wahnsinnig brisant und ich riskiere meinen Job, wenn ich euch hier. Aber ich war schon immer ein Linker. Habt ihr noch irgendwie ein abschließendes Statement? Wir wollen die Sicherung. Es geht nicht ums Geld. Das ist überhaupt nicht der Punkt, den wir wollen. Wir wollen zwar auch mehr Geld, wir wollen mehr Personal, wir wollen mehr Freiheit, unsere Bildung frei nach unseren Wünschen zu gestalten, dass wir uns persönlich entfalten können. Es geht hier nicht um diese 40 Millionen Mark, die Herr Rüttgers uns da ganz klein beifließen lässt. Es geht um viel mehr. Okay. Ja? Sicherung der Ausbildungsfinanzierung. Alles klar. Das haben wir jetzt gehört. Herr Rüttgers, Sie haben das gehört. Denken Sie mal drüber nach. 40 Millionen Mark. Unglaublich. Eine Summe, da muss unser Staat haben, oder? 40 Millionen. Wie viel ist das umgerechnet in Sat.1? Okay, Sie haben die Studentinnen und Studenten jetzt gehört, meine Damen und Herren. Ich selber muss sagen, bin da ein bisschen außen vor, weil ich eigentlich schon lange aus dem Bildungssektor überhaupt mich verabschiedet habe und nie auf einer Hochschule war und immer BAföG gekriegt habe. Also mir geht's glänzend. Ich habe mich auch in Studentenheime reingemogelt mit der Begründung, ich würde Liederabende machen oder Tanz. Ich war nie ganz ehrlich, sei ehrlich, aber man muss halt irgendwie durchkommen, oder? Okay, wir werden das weiterverfolgen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine Weltpremiere. Sie sehen jetzt bei uns etwas, was Sie noch nie irgendwo in einem Fernsehsender der Welt gesehen haben. Eine Top-10-Liste. Here in my left hand I have a copy of... Hier in meiner linken Hand halte ich eine Kopie der heutigen Top-10-Liste. Und Sie haben es vielleicht gehört. Wie gefällt Ihnen diese Geste? Sie haben es vielleicht gehört, der FC Bayern hatte gestern Mitgliederversammlung und ein unglaublicher Skandal. Franz Beckenbauer hatte bei der Präsidentenwahl 3 Gegenstimmen. Er kam nur auf mickrigen 99,7%, kein Witz. Wer waren die 3 Verräter? Wir wissen das gern, wir werden das weiter forschen. Und der FC Bayern ist auf dem Weg, eine Aktiengesellschaft zu werden, auf dem Weg an die Börse. Und er möchte ein eigenes Stadion. Und wir sagen Ihnen, wie soll das neue Stadion des FC Bayern heißen? Unsere Top-10-Vorschläge, Top-10-Vorschläge für das neue FC Bayern-Stadion. Nummer 10, dem Franz-Hein-Stadion. Nummer 9, Opel-Niederlassung München Süd. Nummer 8, Ulis Bumsbude. Hey, etwas Neues weltweit. Yeah! Diese Geste hier gefällt mir sehr gut. Platz Nummer 7 ist Stadio Spiele Bayern Molto Centro Tactico. Vorschlag Nummer 6, Ballermann 11. Vorschlag Nummer 5, Gerd Müller Endstadion. Ja, Platz Nummer 4, ja gut, ich sag mal Stadion. Platz Nummer 3, Puff. Nummer 2, das ist das Stadion, das wir brauchen. Ich fühle mich auch mit 36 noch gut. Ich will mindestens 2 Jahre bei der Bayern und beende meine Karriere bei dem Bayern-Stadion. Und meine Damen und Herren, ein neuer Name für das Stadion, das brandneue Stadion des FC Bayern München. Platz Nummer 1, Kaisers. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ein Oscar-Preisträger, ein Weltstar, ein international gefragter Schauspieler, hat ein neues Buch geschrieben. Er war bereits vor langer Zeit bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder hier ist. Mein Name 62 bekam er schon den Oscar für das Urteil von Nürnberg. Mehr als 150 Auszeichnungen, 7-mal den Deutschen Filmpreis, 3-mal den Golden Globe. Und das ist das neue Buch, Der Rebell. Herzlich willkommen, das reimt sich. Hier ist Der Rebell und hier ist Maximilian Schell. Herzlich willkommen.
Gesang. Das ist großartig. Auch das machen, mit der linken Hand. Ich muss aber ehrlich sagen, ich stutze. Ich stutze eine Sekunde. Es ist eine sensationelle Geste, aber ich glaube, es ist der falsche Arm, oder? Das weiß ich also, nicht. Das ist ja die Revolution. Oder das ist wahrscheinlich, wenn man sozusagen Seite an Seite marschiert. Ja, oder wenn wir beide so machen? Dass wir Nein. so gehen. Sie mit der Rechten. Ich mit der Rechten. So. So. Ja. Was halten Sie von der Forderung, haben Sie es mitbekommen, unserer Studenten mehr Individualität, mehr Kreativität, mehr persönliche Entfaltung? Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben. Ich glaube, dass die Individualität das Wichtigste ist überhaupt in der Welt. Aber ich weiß nicht, wie streikt man als Student? Ja. Mann. Ich war auch Student und ich meine, ich habe ständig gestreikt wahrscheinlich. Ja, aber das ist heute natürlich anders, weil, also ich höre jetzt gerade mit Entsetzen, in Baden-Württemberg soll man nach dem 14. Semester rausfliegen. Da ist ja, wie soll da... Aber wir mussten schon 1.000 Mark beim ersten Semester bezahlen. Ja, aber Sie waren vielleicht an der Elite-Uni, oder? Nö. Wo war das Zürich bei Ihnen? Zürich und München. Das kostete damals schon Geld von ja, Anfang an? Ja, jede Vorlesung. Wie, aber nicht jede Vorlesung, Tausender, nein. Nein, nicht aber, jede Ja, hat man da Cash bezahlt, den Prof? Ja, vorher. Man musste hingehen, hat die Vorlesungen bestellt und dann musste man zahlen. Sind Sie sicher, dass es eine Uni war? Ja. Ja. Also da bin ich leider überfragt. Nie gehört. Ihr Buch, Herr Schell. Ich habe eine tolle Situation mit Ihnen gesehen in der Kultursendung Aspekte von der Frankfurter Buchmesse. Sie rannten hinter dem Chef von Bertelsmann, Mark Wössner, her und schrien, was kostet Bertelsmann, ich will es kaufen. Das ja. hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Das ist der Verlag, in dem Ihr Buch erschienen ist. Und jetzt werden natürlich alle fragen, ist das eine Autobiografie? Ist es eine Erzählung? Ist es autobiografisch unterwandert oder angelegt? Die Hauptfigur ist ja ein Schauspieler. Ja. Ist es eine Autobiografie? Wissen Sie nicht oder sagen Sie es nicht? Nein, es ist natürlich immer die Frage. Also man, zum Beispiel der erste Satz heißt, er schaute hinauf. Das ist erfunden. Ja, das ist natürlich gewagt. Und zwischen Beton und Neonlicht sah er einen schwarzen Himmel und merkwürdig helle Wolken. Das ist auch erfunden. Ja. Und dann kommt so die 11. Zeile, das ist, es war 4 Uhr morgens und er war völlig allein. Das ist der erste wahre Satz. Und am Schluss ist der Schauspieler ermordet seinen Regisseur. Das ist das einzig Wahre in dem ganzen Buch. Der Rest ist erfunden. Es sind ja aber Szenen drin, wo man sagen könnte, also zum Beispiel eine Szene, da geht der Schauspieler in eine Kirche und in ein Kino, setzt sich neben eine Dame und fängt an, sie zu betatschen. Ja? Ja. Wo ist das? Das ist, glaube ich, Seite 98. Seite 98, Seite 98 in Ihrem Buch. Ja, muss ich nachschauen. Das ist erfunden. Nein, nicht ganz. Wie heißt die Passage genau? Lesen Sie uns doch mal vor. Also, ja, warten Sie mal. Ich weiß nicht, ob man das vorlesen darf im Fernsehen. Ja? So, ja. Also, ich hatte eigentlich die Wahl, etwas über Erotik zu lesen oder die Situation zu beschreiben, wie ich als Lenin im Sarg von Lenin lag. Jetzt würde ich eigentlich das Publikum fragen, was würden Sie lieber? Erotik? Nicht niemand für Sarg, nein? Das ist ja eigentlich kein Erotik. Widerspruch, ne? Ja, aber... Nein. Es hängt ein bisschen von, so. Es hängt ja, von der Neigung gut. ab. Also aber lesen Sie doch erstmal das, gut. wo diese Frau Aha, berührt wird. Ja. Also, Erotik hat eine große Rolle gespielt in seinem Leben, durch den Katholizismus unterdrückt, zunächst. Ja, dann, das ist, darf ich wieder nicht lesen. Da, dann, jetzt kommt die Kinoszene. Ja, ja, das ist sehr... Ja, im Kino setzt er sich zeitweilig neben ein allein sitzendes weibliches Wesen, wartete, bis es dunkel war, verschränkte die Arme und berührte sie dann wie zufällig. Wartete atemlos, ob sie wegrückte oder den Arm liegen ließ, ob sie aufstand oder sich wegsetzte. Manche protestierten, sogar mit Worten. Dann war er zutiefst beschämt und wollte am liebsten weglaufen. Aber oft spürte er eine Antwort.
Die Hand blieb liegen, der Arm erwiderte den sanften Druck, ihre Hand ergriff die seine und für einige Minuten blieben sie erregt nebeneinander sitzen. Dann versuchte er, ihre Brust zu streicheln oder die Hand zwischen ihre Beine zu schieben und war glücklich, wenn sie es geschehen ließ. Aber wenn der Film zu Ende war, rannte er hinaus, schuldbeladen. Auch in der Kirche kamen solche Versuchungen. In der überfüllten kleinen Bahnhofskapelle in Zürich, wo er jeden Sonntag hin musste, da gab es genug alleinstehende Frauen. Man musste sich ihnen nur nähern und sich wie zufällig hinter sie stellen, um dann den Körper etwas vorzuneigen, bis man den Stoff spürte und darunter den weiblichen Körper. Oder man setzte den Fuß etwas vor und berührte ihre Kniekehle, die manchmal nachgab oder sich dagegen stemmte. Die Befriedigung, diese unbekannten Frauen aus ihrer Andacht zu reißen, im Halbdunkel des geheiligten Raumes ihre Lust zu wecken, das gehörte zu den aufregendsten und glücklichsten Momenten. Wie ein Jäger, nur auf sein Glück vertrauend, auf seine, erwagte kaum das Wort in diesem Zusammenhang zu denken, Geschicklichkeit. Wenn er die Kirche betrat und seine Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten, suchte er, auch dieses Wort missfiel ihm, seine Opfer. Es waren keine Opfer. Alle diese Frauen warteten darauf, so schien es ihm. Sie wollten in Erregung versetzt werden, dachte er. In der Kirche hatten sie Zeit, sich darauf zu besinnen. Vielleicht lag auch in ihrem Beten der Wunsch, das sexuelle Verlangen zu bekämpfen. Oh. Halt der Stelle. Da kam er dann gewissermaßen als Erlöser und als Werkzeug des Teufels. Ja. Das ist natürlich, also mich fasziniert das sehr, aber da sagen doch die Leserinnen, macht der Maximilian Schell das wirklich und in welches Kino kann ich da gehen, damit es mir auch passiert? Ja, jetzt spielt sich's eher so in der Harald-Schmidt-Show ab. Ja. Nicht mehr im Kino, aber das war damals ein ganz anderer Mensch. Sie? Ja. Also das ist ja das Merkwürdige, wenn man mich fragt, ist das eine Autobiografie? Ich kann nicht sagen, es ist eine Autobiografie. Es ist teilweise Fantasie, es ist teilweise erfunden und teilweise sind natürlich Momente ausgemalt, die man als Junge erlebt hat. Nicht? Ja. Haben Sie sowas mal im Kino einfach sich neben? Ja, ja oft. Ich hatte ja durch den Katholizismus eine völlig verklemmte Beziehung zur Sexualität. Und da komischerweise hat man das Gefühl gehabt, das ist verboten, aber vielleicht ist es doch erlaubt. Und dann war es wahnsinnig spannend, die Spannung zu fühlen zwischen einer Frau und mir. Aber komischerweise, nachher war es immer vorbei. Ich habe nachher nie auf sie gewartet oder so. Und das beschreibe ich ein bisschen, natürlich ist es ein bisschen ausgemalt, wie aber alles. Das ist ja auch eine riskante Sache, oder? Was ist, wenn die Frau da nach der Polizei ruft oder zuschlägt? Damals haben sie doch nicht nach der Polizei gerufen. Das war Wie haben denn die Frauen überwiegend reagiert, als Sie das selber gemacht haben? Ich muss das ehrlich sagen, positiv. Also positiv im Sinne von, also Sie haben es genossen. Ja. Und Sie waren noch nicht so bekannt, dass man Sie erkannt hätte? Und überhaupt sagen, nicht, nein, ich war Student. Kreativität, eigene Entfaltung. Sie pendeln ja zwischen Los Angeles und zwischen Österreich. Machen Sie noch weiter Filme oder ist das jetzt sozusagen der Anfang für eine Karriere vollkommen als Schriftsteller? Also ich schreibe im Moment ein neues Buch, das heißt Anrufe zur falschen Zeit. Ja. Und ich glaube, das ist ein interessantes Thema, ein modernes Thema. Absolut, ich meine eigentlich immer. Also man fühlt sich ja permanent gestört, gerade durch diese Handys. Wird das ein Roman oder werden das Kurzgeschichten? Oder? Nein, wird ein Roman. Anrufe, haben Sie da schon so die, wie sagt man so, das große Nein. Konzept? Nein, habe ich noch nicht. Wie ist das denn? Setzt sich einfach hin und fangen an und dann wird man so vom Inhalt überfallen? Oder? Nein, man schaut so seine Notizen nach, die man im Laufe der Zeit angefertigt hat. Plötzlich sagt man sich, ui, das ist aber interessant. Ja. Und dann macht man es. Das war zum Beispiel das, wo ich früher sagte, vom Sarg Lenins. Nicht? Ja. Ich habe Lenin gespielt und da musste ich mich, das ist nun wieder autobiografisch, in den wirklichen Sarg von Lenin legen, also wie er tot war. Und zwar war das in dem sogenannten Haus der Säulen. Und da wurde immer wieder die gleiche Dekoration hervorgeholt seit 1917. Also furchtbare Bäume und Dekorationen, schwarz-weiße Lampions, also ganz merkwürdig. Und da lag ich drin und musste tot sein. Und dann
Naja, weiß nicht, haben wir noch Zeit? Absolut. So sage ich das im Moment. Im Sarg von Lenin. Mhm. Als ich in den Sarg stieg, fiel mir ein, dass es sicher etwas Privilegiertes hatte, in den eigenen Sarg zu steigen. Meistens werde man ja hineingelegt. Ich lag also da, versuchte tot zu sein. Lenin, die rechte Faust geballt, durch den dritten Schlaganfall gelähmt. Das Liegen wurde bald unbequem. Ziemlich anstrengend, tot zu sein, dachte ich. Außerdem wusste ich nie genau, ob gedreht wurde oder nicht, denn das Schluchzen und laute Klagen brach nie ab. Unglaublich, wie bereitwillig Menschen einer künstlich erzeugten Trauer Ausdruck geben können. Plötzlich ein Schlag. Natürlich zuckte ich zusammen. Wurde wieder gedreht? Wo war die Kamera? Befand ich mich im Bild? Ich hielt den Atem an. Hörte die salbungsvolle Stimme von Robert Duval, der den Stalin spielte. Der Schlag vorhin also musste von der Klappe gekommen sein. Man müsste sie alle umschlägen, umbringen. Diese Verabschiedung schaltet zu Ann-Kathrin Kramer Werbung. Ja. Moment. Ganz schnell. Lenin hätte dafür Verständnis gehabt. Wunderbare Sache. Das Buch verkauft sich jetzt schon sehr gut, Herr Schell. Ja. Es war großartig, dass wir Sie wieder zu Gast gehabt haben. Alles Gute für Bedanke Sie. Bedanke mich und gratuliere Ihnen herzlich, dass Sie zu einer Kultfigur geworden sind. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Maximilian Schell, mein nächster Gast, meine Damen und Herren, eine sehr attraktive junge Schauspielerin. Zurzeit in einem Kinofilm mit dem tollen Titel Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit mit den großartigen Kollegen Gudrun Landgräber und Christoph Walz. Und am Montag im ZDF ein sehr, sehr anspruchsvoller Film, der sicher die Gemüter erhitzen wird. Dieser Film heißt Die Konkurrentin, Montag 20.15 Uhr im ZDF. Herzlich willkommen an Ann-Kathrin Kramer. Hallo. Ich glaube wirklich, dass der Film sehr für Gesprächsstoff sorgen wird. Die Konkurrentin, ja. Vielleicht, wenn du mal ganz kurz die Geschichte andeutest. Es sind zwei Frauen, ja. Klar. Und welche Art ist die Konkurrenz? Erstmal beruflich und dann privat. Erstmal untereinander ja. Und dann sie zu dem Ehemann der anderen Frau. Also, Sie merken schon, es geht nicht sozusagen um einen Mann, schon auch, aber nicht wie man das normalerweise kennt. Ein kurzer Ausschnitt. Zwei Konkurrentinnen werden ein Liebespaar. Ich würde die beiden trennen. Ach was, ist verheiratet, hat Kinder. Macht es Ihnen Spaß, Familien kaputt zu machen? Das war der Ausschnitt. Ich finde das sehr, sehr mutig. Also ich kann mir vorstellen, Bettszenen sind immer heikel für eine Schauspielerin. Ja? In ja. Diesem Fall spielst du eine lesbische Frau. Aha. Und das heißt, du beginnst ein Verhältnis mit einer ehemaligen Konkurrentin in der Firma, ist das so? Mhm, genau. Ja. Also ich bin, ich habe schon früher auch mal in dem Film, also nicht in dem Film, aber bin so eine Rolle. Ich habe auch früher mal mit Männern geschlafen, aber bin dann irgendwann dazu übergegangen, ja. lesbisch zu sein und verliebe mich enorm in diese Frau, der ich eigentlich das Wasser abgraben soll, also die ich eigentlich da rauskicken soll aus der Firma. Das ist die Geschichte. Und dann verlieben wir uns sehr und sie hat nur eine Familie und Kinder und das ist noch mal eine ganz andere Situation, aber also wir verlieben uns dann ineinander. Und es ist wahnsinnig mutig vom ZDF und toll, so einen Film Aha. nicht nur zu machen, sondern auch um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit auszustrahlen. Ja? Wie ist es denn bei den Dreharbeiten? Kanntest du die Kollegin, mit der du da die Bettszene gedreht hast? Ich kannte sie überhaupt nicht, aber mein Freund kannte sie und sagte, oh, ihr werdet euch verstehen. Und so war es dann auch. Also die haben mal zusammen Theater gespielt und die war klasse. Das ist die Charlotte Schwab. Und, ja. und wir haben das zusammen gemacht und das war, ich hätte mir wirklich keine bessere Partnerin wünschen können, weil das natürlich auch wirklich heikel ist. Und wenn man das mit jemandem spielt, mit dem man nun nicht annähernd so eine Chemie hat, wie wir beide hatten, dann wäre es auch, glaube ich, nicht so gut geworden. Schafft man das einfach dann sozusagen, die Kamera zu vergessen und sich auf die Szene zu konzentrieren? Oder muss man ein bisschen sich irgendwie locker machen? Oder, Also sie stand ja in der Tür mit einer Flasche Shampoos hinterm Rücken und sagte, wir müssen das jetzt. Ja. Also wir haben ein Glas Champagner vorher getrunken. Das macht man aber auch oft, wenn man so eine Szene spielt mit einem Mann. Das ist einfach...
normal. Ja, es ist ja auch, das Team steht rum. Ja klar, es stehen 100.000 Leute drumherum und normalerweise dreht man diese Szenen garantiert am ersten Drehtag. Man sagt immer, guten Tag, Herr Schmidt, ziehen Sie sich mal aus. Ja. Und dann geht man ins Bett und dreht so eine Szene. Das ist bei Männern und Frauen gleichermaßen so. Nun, wir hatten ein paar Tage Zeit, bis wir diese Szene gedreht haben, aber es war schon so ähnlich. Und um über diese Grenze drüber zu kommen, dass man plötzlich vor diesen ganzen, also als würden wir jetzt hier eine Bettszene drehen, also vor ganz vielen Leuten super privat zu werden, das ist natürlich immer eine Hemmung. Und man muss ja auch noch drauf achten, nicht so mit dem Licht und so weiter, stöhnt mal mehr nach rechts. Und dann gibt es da so komische Falten, das ist auch scheiße. Und so. Leg mal die Hand ein bisschen unter die Brust und ja, so. Genau, ja, es ist eigentlich sehr technisch. Sehr technisch. Ja, klar. Ja. Du hast schon erwähnt, dein Freund, das ist ja nicht irgendwer, sondern auch ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher Schauspieler, Jan-Josef Liefers, yep. Rossini, Knocking on Heaven's Door und. ihr beide habt einen Sohn zusammen. Mhm. Wie alt? 6 Monate und ein bisschen. Und du bist natürlich die ganze stolze Mutter, hast mir vorhin schon Polaroids gezeigt. Ich hab jetzt nicht dabei. Nee, ist klar. wie ist es denn, wenn du das so jetzt mit dem Kind siehst, warst du als Kind so, dass du sagst, du siehst dich in deinem Kind wieder? Wie warst du als Kind? Also bisher komplett. Der kam auf die Welt und sieht identisch aus wie ich. Ich hoffe, das legt sich, weil er ist ja ein Junge. Aber bislang sieht er aus wie ich, hundertprozentig. Ja. Und auch so dieses etwas störrische, so... Also das ist, warst du ein wildes Kind? Oder, Also das kann man nicht so einfach sagen, weil ich war zu Hause ein eher stilles Kind später und draußen die wilde Sau. Also ich habe das sozusagen komplett getrennt. Wilde Sau. In welcher Richtung? In welcher Richtung? Ja, also das. Ich habe in der Schule zum Beispiel immer geträumt und kein Wort gesagt und zu Hause habe ich irgendwie auch nicht so. Und draußen hatte ich eine Gang und da war ich der Chef. Und da hatte ich ganz viele Jungs, die machten alle, was ich wollte. Ja. So, in dem Sinne. Verstehe. Also so, nur Stimme. Ja, also durchaus dominant. Ja. Ja. Was ist das für eine Brille, die du da aufhast? Ah ja, das habe ich dir, und zwar zum Thema, alle wollen schön sein, wir nicht. Ich habe ja gelernt, man muss hier immer was mitbringen, ne? Deswegen habe ich hier was ganz Schönes dabei. Aber ich muss dir ehrlich sagen, halt mich für pervers, aber ich finde es sexy. Echt? Ja. Aber die mich macht das irgendwie geil. Wie für mich? Ja, ich habe doch schon solche. Das wäre ja für mich eine Verbesserung. Kannst du noch mal aufschätzen? Wie ist für mich? Nee, ist ja für dich. Okay, aber das für ist dich. Für mich, okay, für mich, es okay, hat für mich für sowas dich. Bibliothekarinnenhaftes. So. Also da stehen ja Männer drauf, ja, das habe ich schon gelernt. Ich finde, es schreit nach Schändung. Siehst du was mit der Brille? Soll ich sie mal, wenn du mir das schon mitgebracht hast, mal aufsetzen? Ist für dich. Aber ich glaube, die Zuschauer werden sagen, es ist eine Verbesserung. Oder? Boah, ist ja höllisch. Ja, das sind 10 Dioptrien. 10? Ja. Und sowas kann man ja mittlerweile mit Laser schon alles beheben. Ja, 10 Dioptrien. Ja, aber es geht doch nichts über einen guten Cognac-Schwenker. Ja, aber wirklich, das ist die Stärke. Diesen Film, in dem du am Montag spielst. Wie wirst du den anschauen? Zu Hause irgendwie im Kreis der Lieben? Nee, mit dieser Brille. Das ist meine? Ja. Lass mal sehen. Oh, das ist auch sehr gut, ja. Oh, das ist ein guter Film. Siehst du damit was? Es geht so. Ja, steht dir aber gut. Es gibt ja Männer, die stehen unheimlich auf Brillen. Ich ja, hatte ich auch zum mal Beispiel. So einen. Bei mir ist so, dass ich schon auf Brillen stehe, es muss gar keine Frau mehr dabei sein. Ja. Okay. Ja, wir hoffen immer, dass sie keine Brille braucht. Ja, aber wenn, dann die. Das ist ja, dann kriegen die so eine Kinderbrille. Aber Kinder finden das ja eigentlich toll, wenn sie so eine Brille haben, ne? Oh, ich hatte als Kind eine Brille. Ich fand das überhaupt nicht toll. Und ich hatte genau so eine. Also ich hatte auch so ein Kassenmodell. Und hat sie das dann gebessert oder hast du auch Kontaktlinsen? Ich bin dann immer heimlich ohne Brille gegangen und habe aber nichts mehr gesehen. Ja, die Eitelkeit, aber... Irgendwie. Irgendwann steht man drüber und sagt einfach... Hauptsache, die rechte ist gut. Ja. Ann-Kathrin, Montag um 20.15 Uhr die Konkurrentin im ZDF. Ein Film, den man wirklich nur empfehlen kann. Schön, dass du hier warst. Hast du gesehen? Den Film? Ich habe den Ausschnitt gesehen und den Inhalt. Ja, ich kann ja den Film nicht vorher vor dem ZDF sehen, oder geht das? Ja, klar. Wie denn? Nur anrufen. Ja? Das ist schon so eine Form von Pay-TV, dann spielen den einfach. Nee, ich werde ihn am Montagabend ich frei anschauen. Ja? Ja. Schöne Grüße an den Jan-Josef. Mach ich. Und bis zum nächsten Mal. Okay. Viel Erfolg, ja? Tschüss. Ann-Kathrin Gaumann am Rennen. Gute Nacht, Dankeschön. Tschüss.